Egal, was du tust, es kann gar nicht schlecht sein, weil du gut bist. Du darfst nur nicht aufhören, an dich zu glauben. Immer schon allen voraus flog so hinaus auf der Jagd nach deinem Traum, nach deinem Stern. Kein Ziel war zu fern. Du gingst vorwärts in dunkelster Nacht, hast Unmögliches möglich gemacht, über jede Gefahr gelacht und hast es geschafft mit all deiner Kraft. Denk daran, auch im tiefsten Tal, was du konntest, kannst du noch mal. Und wenn dich Angst und Zweifel mit holt, dann steh und sag, ich schaffe das schon. Hab den Mut und seh deinen Traum. Du musst nur dir selber vertrauen. Geh nach vorn und hab keine Angst, denn keiner sonst kann das, was du kannst. Ganz egal, ob anderen gefällt, stell dich hin und sage der Welt, ich bin. Isabella? Nein, ich muss dich enttäuschen. Es ist nur deine arme Mutter. Aber vermutlich kannst du dich nicht mehr an mich erinnern. Wo ist Isabella? Ja, was weiß ich. Glaub allerdings kaum, dass die feine Dame am Herd steht und dir was kocht. Das muss ja auch nicht. Wir haben eine Köchin. Früher habe ich dich noch bekocht. Mama. Du hast dich so verändert, seit sie hier wohnt. Hör auf damit. Als Mutter macht man sich halt Sorgen, ob... Ob was? Ob sie die Richtige ist. Natürlich. Bist du dir da so sicher? Wir bekommen ein Kind. Ah ja, das Kind. Weißt du überhaupt, ob es... Fang jetzt nicht nochmal damit an!
Bist du nur darum gekommen, um mir das zu sagen? Mama, ich wünschte, du könntest dich jetzt ein einziges Mal in meinem Leben einfach nur für mich freuen. Das tue ich ja. Aber ich werde es niemals zulassen, dass man dir wehtut. Das weiß ich, Mama. Das weiß ich. Mütter wollen immer nur das Beste. Eh klar. Aber bei Isabella habe ich mir nicht reinreden lassen. Da hatte ich meinen Kopf. Und der war schon ganz woanders. Die Tour durch die USA stand an und wir wussten, das wird groß. Wo ist er? Markus, wo ist er? Als ich aus dem Hotel rausgegangen bin, hat er noch geschlafen. Was? Meine Güte, das ist Amerika. Wenn er hier zu spät kommt, können wir uns gleich nach Hause schleichen. Dann bleibt uns jetzt nur noch eins. Was? Beten. 10 seconds, guys! 10 Sekunden, da können wir ganz entspannt sein. Was heißt auf Englisch nochmal? Ich möchte im Erdboden versinken. Keine Panik auf der Titanic. Ich bin ja da. Hans! Zunächst einmal, Mr. Falco. Nur Falco, bitte.